Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zum großen Preis vom Nürburgring, hier aus der Eifel. Ihr seht, die zeigt sich wieder mal von ihrer, ja, nebeligsten Seite, wie auch am Freitag. Und ich weiß nicht genau, wie es heute im Rennen passieren wird, aber da haben wir ein paar Ausschnitte von der Nordschleife und hier sind wir nun am Nürburgring. Vielen, vielen Dank, Alter, die Abos sind so richtig gestiegen die ganze Woche, also würde mich freuen, wenn das so beibehaltet. Abonniert gerne diesen Channel und folgt uns auch gerne auf Instagram, TikTok und natürlich auch gerne auf Twitter. Vielen Dank nochmal und hier sind wir nun 20 Nico Hülkenbergs auf einem Feld, aber das passt auch, weil der fährt ja auch heute. Und hier nochmal TikTok, schaut gerne unten vorbei, in der Bio steht alles drin und wir starten hier. Ich lasse mich natürlich wieder zurückdroppen, hier rechts, das bin ich mit der Nummer 27 und schauen wir mal, können wir heute mit Nico Hülkenberg im noch nicht Racing, Racing Point, so, ich wollte sagen Force India, aber im noch nicht Racing Point, da war ein kleiner Stau in der ersten Kurve und da sind wir gleich mal direkt da ein paar Plätze noch vorgekommen. Ich werde auch mittendrin im Rennen die Traktionskontrolle ausstellen. Wird ziemlich spaßig werden, weil ich habe es eigentlich geglaubt, aber man muss zum Bestätigen A drücken. Und ja, wie ich loster Idiot das ja vergessen habe, habe ich dann leider nicht A gedrückt. Und ja, deswegen dachte ich mir so, Halleluja, das ist aber einfach hier mit der Traktionskontrolle. Aber das werdet ihr dann früh genug im Rennen noch sehen. Wie gesagt, wir werden auch ein bisschen über das gestrige Qualifying reden und auch natürlich die freien Trainings, weil das war A, mal das einzige Mal, dass freie Trainings waren und natürlich B. Ja, hier bin ich ein bisschen vor der Strecke gekommen. Und ja, genau, hinten einer, vorne einer, links einer. Und dann machen wir mal zu, kommen wir vor wie zwei LKWs, die nebeneinander fahren und in der Mitte dann das Auto, das zerquetscht wird, weil die LKWs zusammenfahren. Ich weiß nicht, ob sinnbildlich, ob ihr das kennt, aber wenn zwei Lastwagen mit Anhänger fahren und da in der Mitte ein Auto ist und die einen, ja, keine Ahnung, irgendwie schaden wollen, fahren die vorne die Lastwagen immer weiter zusammen und hinten werden natürlich auch die Anhängerabstände immer kleiner und das Auto wird dann irgendwann zerquetscht. Also so kommt mir das ein bisschen vor. Wir kommen hier auch gut durch, sind schon Fünfter. Ich habe die Schwierigkeit auf sehr erfahren aufgestellt, also deswegen dachte ich mir auch, das sollte reichen. Also wir haben Regen, ich hoffe heute regnet es im Rennen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist zwar nur, ich glaube 50%, ja genau, und wieder bremst hier. Also was soll ich denn noch machen? Der bremst hier so früh, ich will auch von außen, aber da kann ich nicht. Aber jetzt habe ich außen mehr Schwung durch diesen Regen, konnte innen dann nicht die perfekte Ideallinie fahren. Und wir sind schon am Podium, wir werden aber auch heute in die Box müssen. Und natürlich, falls ihr gestern das Qualifying-Rennen und natürlich auch das Training nicht gesehen habt, da haben wir zwar ein bisschen, ich habe da ein bisschen gequatscht über Mick Schumachers Zukunft und auch über die Silly Season ein bisschen. Schaut da gerne vorbei, die kam gestern online und später, oder nein, vorhin kam schon die Hot Lap auch hier im Nürburgring in Nico Hülkenbergs Auto. Also da könnt ihr wirklich gern vorbeischauen und dann natürlich auch gern euer Feedback dort lassen in den Kommentaren. Ja, ich habe da ein bisschen gequatscht und ja, kam gestern online, ja, hier auch mit Aquaplaning und nun gehen wir im Führenden vorbei, aber ich verbremse mich hier enorm. Gott sei Dank war es nicht die Mauer, weil wir haben Schaden drin, das heißt, da wäre gleich mal der Flügel weg und wir wären da ein bisschen tot, also der Flügel lässt sich, ja, oh mein Gott, ja, das ist richtig, richtig hardcore, das Wetter, also man merkt es auch ein bisschen, oh mein Gott, und der fährt hier voll in die Lage rein, aber du hast auch überall diese kleinen Bäche und hier sehe ich unsere Chance und wir kommen hier vorbei, also wunderbar, zack, und wir sind Erster von 20, aber ja, wie gesagt, irgendwann, so, jetzt kommen wir mal zum großen, ja, zum größten überhaupt, Lance Stroll hat sich irgendwie eine Markenverstimmung geholt und konnte da gestern nicht antreten, wieder mal bei Racing Point, durfte Nico Hülkenberg einstecken, hier habt ihr es gesehen, er hatte, glaube ich, eine Stunde Zeit von Ankunft im Fahrerlager, also nach freiem Training, vom Ankunft bis zum Qualifying und ja, da war natürlich die Katastrophe vorprogrammiert, er konnte sich leider nicht, er ist nur Letzter geworden, da haben wir ein paar Picks vom Qualifying von gestern, ja, ein paar Ausritte, ist klar, ich meine, du kennst die kennen die Strecke, ein freies Training hatten sie gehabt, aber auch Max Verstappen, der kannte die Strecke ziemlich gut und hat da fast die Sensation geschafft, also er ist knapp dann nur Dritter geworden im Qualifying, aber das war wirklich sehr, sehr knapp, also wir schauen uns da jetzt nochmal kurz die Abstände an, das waren nur 40.000stel, die ihn da auf Hamilton gefüllt haben. Bottas da hat gestern den Turbo drin gehabt. Ja, der wittert da noch seine WM-Chance. Auch wenn ich nicht glaube, dass der da noch eine Chance hat. Aber maybe. Man sagt niemals nie. Und das kann natürlich alles möglich sein. Die große Überraschung auf jeden Fall. Charles Leclerc auf dem vierten Platz. Da kannst du wirklich nichts. Albon auch auf 5. Mega gut. Die gelten dann auf 6, 7. Das ist alles mega. Echt extrem gut. Und ja,
Mein Tipp, der kommt dann, ja, so sagen wir mal in der letzten Runde, das sage ich mal, so wer das Rennen gewinnen kann. So, und jetzt geht's das erste Mal in die Box. Wir werden da mal kurz gucken, wo wir sind, ja, 32 Sekunden vorne. Also ich habe da wirklich die, oh mein Gott, ja, die Reifen sind noch ein bisschen kalt, man merkt es gar nicht. Oh mein Gott, und jetzt habe ich auch, man sieht es, glaube ich, die Traktionskontrolle draußen. Also die habe ich in der Box umgestellt. Auch unten links haben wir jetzt endlich die Fahrerauflistung. Und rechts, da haben wir auch eine digitale Anzeige und nicht mehr den Tachometer. Also das habe ich alles vergessen umzustellen. Ich hoffe, er nehmt mir das nicht übel. Ich habe auf meinem Zweitprofil gespielt, weil ich auf dem Hauptprofil FIFA, mein Bruder FIFA gespielt hat. Und da werden wir auch die Woche hoffentlich bald neuen Content liefern. Also FIFA 21 kam am Freitag raus. Und da werden wir hoffentlich, ich habe ein Manager-Modus-Programm-Projekt geplant. Und mein Bruder, glaube ich, der hat da auch ein bisschen was vor. Champions League wird natürlich wieder kommen. Also seid euch da richtig froh. Es geht nochmal in die Box. Wir haben die letzten paar Runden, oh mein Gott, das war sehr knapp mit der Mauer, haben wir da Zeit gehabt. Und jetzt geht's in den Endspurt. Wir sind doch nochmal auf den vierten Platz zurückgerutscht. Ich dachte mir zuerst, die Reifen sind schuld. Aber es ist dann wirklich einfach die Traction Control, die uns hier ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Also ich komme einfach nicht, ja, ihr seht es auch hier, ich muss immer eingreifen. Das Auto ist so instabil ohne Traktionskontrolle. Ja, es kostet es, was es sei. Zwei Runden später sind wir jetzt endlich am dritten dran. Der vierte hat es uns einfach gemacht. Da sind die Box abgebogen und hier, ja, ich komme hier auch nicht raus. Oh mein Gott, ja. Und hier, ja, bin ich jetzt auch auf den Bach drauf gekommen und da ist das Heck sofort weg. Ihr seht es auch hier. Ja, genau. Er probiert es nochmal hier außen, obwohl er sieht, dass ich schon da vorbei war. Ja, das ist selbst deine Schuld. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass ich schuld bin, weil ich meine, man muss damit rechnen. Jetzt hat es zwar zum Regnen aufgehört, aber schaut euch das mal an. Jetzt kommt Nürburgring-Feeling, Nordschleifen-Feeling hier mit dem Nebel. Das ist ganz hardcore jetzt. Also, ja, den holen wir uns einfach mal so den Berg hier rauf. Das ist auch so meine Lieblingskurve, diese Vollgas-Links-Vollgas-Rechts-Passage. Auch hier auf der Kuppel, das ist richtig spaßig. Ja, die erste Kurve ist ein bisschen tricky, also die ersten drei Kurven, muss ich sagen, so die Kombi, überhaupt die Kurve 3, die ist richtig tricky. Und jetzt geht's in die letzte Runde mit nochmal einem kleinen Querschläger, aber trotzdem, was bitte, wir haben 27,6 Sekunden Vorsprung. Was macht die KI da hinten wirklich, was machen die? Ich weiß nicht, wenn da wer vorbeigefahren ist, lassen die mal 3 Sekunden nach oder was. Ich habe den letzten nicht mal berührt, ihr habt eh gesehen, also ich habe gar nichts gemacht und komme da trotzdem einfach zu gut vorbei und zu gut auch ran. Mein Tipp fürs heutige Rennen ist auf jeden Fall, nachdem ja Bottas, Hamilton, Verstappen, ich glaube Verstappen hat gute Chancen, der hat eine fette Pace und der hat auch da den gewissen Biss, also den haben alle natürlich, aber Verstappen ist da wirklich so, sagen wir mal ein Klammeräffchen und ich glaube Verstappen hat wirklich gute Chancen, dass er da maybe morgen den Win holt. Also ich tippe wirklich auf Verstappen. Schreibt mir gerne mal einen Tipp in die Kommentare, aber ich glaube, ja, MotoGP ist, glaube ich, auch vorhin gekommen. Das tut mir natürlich leid wegen der Quali. Also ich wollte aber das letzte Rennen nicht löschen, das hätte mir einfach zu sehr wehgetan. Ich habe es eh so kurz wie möglich gemacht. Ich wollte trotzdem ein paar Überholmanöver drin lassen und wir werden dann hoffentlich mit einer besseren Qualität in die Moto2 aufsteigen. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen muss auch mehr kommen, weil ich weiß, da ist wirklich Moto2, ja, hier rutschen wir nochmal raus, aber ich will jetzt da nicht drüber quatschen, wie gesagt, ich glaube Verstappen holt den Win morgen vor Hamilton und Bottas oder vor Bottas Hamilton, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber mein Tipp ist, ich sage Verstappen, Hamilton, Bottas, also das wäre wirklich so mein Tipp, wenn das nicht zutrifft, dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Bottas den Win holt, Hamilton zweiter wird und Verstappen dritter, aber ich sag mal, ich gehe auf Ganze und schreibe, sag Verstappen, Hamilton, Bottas. Also, dass der Bottas die komplette Orientierung verliert, das gibt's ja. Und wir gewinnen hier den großen Preis vom Nürburgring. Zum Schluss ist es nochmal schön geworden, obwohl der Nürburgring gekommen ist. Boah, schau dich die Picks an hier. Richtig schön. Wir haben auch die Pitstops absolviert. Also, keiner kann uns sagen, wir haben da unsere Pflicht vernachlässigt und sind hier wunderbar auf dem ersten Platz gefahren. 26 Minuten hätte das ganze Rennen gedauert. Ich habe es euch in schmuffigen 9 Minuten 30 serviert. Ich hoffe, das war nicht zu kurz. Hier habt ihr nochmal, das finde ich auch ziemlich cool. Vielen Dank fürs Zugucken. Sorry, ich habe auch diesmal, glaube ich, explizit in die Kommentare geschrieben, es ist Forza 7, also ins Game sogar, weil ich da letztens wirklich auch Daumen nach unten bekommen habe.
dachte mir, ja, das ist vielleicht, weil ich ja Formel 1 geschrieben habe. Aber falls ihr trotzdem noch mehr Bock habt auf sowas, abonniert gerne den Channel und lasst doch gerne einen Daumen hin da. Für mehr Motorsport schaut euch gerne auf den Zweitkanal vorbei, der ist unten verlinkt. Instagram und TikTok könnt ihr gerne vorbeischauen, da kommen auch daily neue Videos und Picks. Also schaut da gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das ganze Wochenende hat euch gefallen, auch wenn wieder professionell. Aber ja, was soll ich sagen? Die Strecke ist cool. Und ja, für Portugal in 2 Wochen müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Aber bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken. Schaut euch gerne die Hotlap und MotoGP an. Morgen kommt das nächste Video und ciao.